Hallo und willkommen an Tag 4 auf Madeira. Willkommen! Heute wollen wir die Westküste ein bisschen erkunden und mal schauen, was es da so gibt. Wie da so die kleinen Städtchen sind und so. Wir sind ja gestern ein bisschen im Nordosten gefahren, dann wieder runter in den Süden nach Funchal. Also wir waren bei Porto Cruz. Ich habe keine Ahnung, wie das Städtchen hier heißen. In so einem kleinen Dörfchen waren wir. Und heute fangen wir wieder bei São Vicente an und fahren dann runter nach Porto Moniz in den Westen und gucken mal, was diese Städte so zu bieten haben. Genau. Wieder sehr, sehr schönes Wetter. Wir sind hier gerade auf dem Weg nach Porto Moniz an der Straße irgendwo. Ich weiß gar nicht, wo wir genau sind. Von São Vicente auf dem Weg nach Porto Moniz. Und da haben wir so einen wundervollen Spot gefunden. Ich warte gerade bei der Aussicht auf Chris. Denn wenn das kein Drohnenshot ist, dann weiß ich auch nicht. Na, Frau Henne, wie geht's? Okay. Das ist ein Hahn, ne? Okay, tut mir leid, ich hab dich verwechselt. Hallo, Herr Hahn. Gerade in Porto Moniz angekommen. Erstmal wieder eine wunderschöne Aussicht. Auf einen Hubschrauberplatz. Landeplatz. Was ist der Hubschrauber? Das ist voll schön. Ich habe gerade schon gesagt, ich würde da nicht reingehen, wenn da so viele Leute stehen. Auch sofort Arschbombe von da oben. Aber es sieht wirklich schön aus. Ja. War entspannt? Ja, ja. Springst du jetzt rein? Nein. Nein? Hast doch gesagt, du gehst. Bis wann hatten wir die Uhr? 14.23 Uhr. Ja, 14.30 Uhr. Oh. Dann sollten wir mal zurückgehen. Müssen wir mal zurück? Ja. Unser Parkticket geht ab. Das haben wir nur abgeschleppt. Muss ja nicht sein. Und da ist es da. Wurde nicht abgeschleppt. Wobei ich glaube, es würde sowieso nicht abgeschleppt werden. Wir hätten wahrscheinlich nur ein Knöllchen und müssten sehr, sehr viel zahlen. Einfach mal wieder irgendwo am Straßenrand stehen geblieben und einen versteckten Weg gegangen. Und das bekommt man dafür. Unfassbare Aussichten. Mega. Ist zwar ein bisschen gefährlich hier. Hier kann man direkt runterfallen. Das ist ein bisschen matschig und ich habe die falschen Schuhe an. So Vans haben halt einfach gar kein Profil oder so. Aber naja,
Das tut man nicht alles für die Schönheit, also der Landschaft. Traumhaus gefunden. Da. Wie geil ist das denn, wenn man da wohnt? Wieder zurück. Wandern. Und mal wie immer bergauf. Geh nicht ins Licht. Was? Geh nicht ins Licht. Lass ruhig gehen. Ja, elegant wie eh und je. Hier steht einfach eine Katze. Also, wir fahren ja gerade im Westen, also von Nordwest nach Südwest gerade. Und wir klappern halt alle Miradouros ab, also die Aussichtspunkte. Und also, das ist so geil. Wir haben hier so eine kleine Kapelle. Und die Kapelle ist halt direkt an so einer, also auch so ein Berg ist sie. Und da hinten gehen wir jetzt, denke ich, mal hin. Nicht wahr? Ja. Jetzt mal vorgehen. Ich soll vorgehen? Ja. Chris möchte wieder Bilder machen. Du gehst einfach mal vor. Ja, okay. Ja, du musst aber da. Ich muss, ach so, da unten geht's gar nicht lang. Da gibt's eine braune Kuh. Da vorne auf dem Weg. Hallo. Du kleines Ding. Hi. Hallo. Hallo. Hi. Bitte tu mir nichts. Oh Gott. Bitte nicht. Hier ist was, wo man sich draufstellen kann, ja? Und Chris ist als allererstes direkt dran vorbeigegangen. Um mir ein Herzinfarkt zu verleihen. Oh, guck mal, okay, jetzt muss ich auch runter. Wisst ihr, dann komme ich hier runter und dann kommt... pass auf! Katharina passt nämlich nie auf. Was? Du passt nie auf. Doch, ich passe immer auf. Könnte ich ewig sitzen. Nein, ich bin gerade im Fokus. Fängt man eine Drohne. Gotta catch them all. Showdown zwischen Chris und der Kuh. Die Kuh ist gerade einfach auf ihn zugerannt. Vielleicht möchte sie auch kuscheln mit dir. Ich weiß nicht, wie sehen Kühe aus, wenn sie böse sind? Dann dürfen wir an dir vorbei? Ich weiß halt nicht. Die sah schon sehr glücklich aus, als sie auf dich zugerannt kam. Wir sind keine Kuh-Experten.
Aber ich glaube, wir haben uns eben angefreundet. Aber dann wollte sie uns wieder weghaben. Ich glaube, die war einfach genervt von den ganzen Leuten, die hier vorbeikommen. Ich zeige euch noch mal ganz kurz, wie cool das hier aussieht mit der Kirche. Sieht das so cool aus auf der Kamera? Das sieht schon ganz schön cool aus. Es ist mega warm halt. Die Sonne knallt richtig heute. Was hast du gesagt? Oh, Kühe! Ha! There you go. Ist illegal. Gefahr. Ha! Wir sind die Gefahr. Ha! Hörst du mich, Gefahr? Ich lach dir ins Gesicht. Nächster Punkt auf der Liste ist Essen. Schmeckt? Pur Knoblauch. Hauptmenü, Spaghetti Bolognese und Folienkartoffeln. Guten Hunger! So.